Ein neues Gesicht auf meinem Kanal, das ist die Katze hier. Hallo, Mr. Kit Carter ist heute mit dabei, Kevin auch. Und wie es dazu kam, dass wir jetzt hier mit dieser Katze stehen, das erfahrt ihr jetzt. Guten Morgen, da hinten steht ein Zug der Deutschen Bahn. Ja, und damit herzlich willkommen am Bahnhof. Hier steht ein Zug der Erfurter Bahn und da steht noch einer. Und wer ist nicht da? Der Zug von Abellio. Abellio sollte mich jetzt eigentlich in Richtung Dresden bringen, über Naumburg. Und das hat aber nicht geklappt. Der Zug steht auf seinem Abstellgleis mit einem Triebwerksschaden und ich habe jetzt eine Stunde Verspätung. Oder werde ich nachher haben, wenn ich in Dresden ankomme. Und da treffe ich heute Mr. Kit Carter, einen anderen YouTuber. Der macht bis jetzt so Fotostrecken. Hat aber schon lange nicht mehr so viel publiziert und jetzt wird er mal wieder durchstarten. Ja, und das Nervige ist jetzt nur, dass ich heute sowieso schon knapp 8 Stunden Zug fahre, wenn ich mal die Wartezeiten an den Bahnhöfen einberechne. Also da kommt jetzt noch eine Stunde dazu, dann sind es 9. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass mir dann die Zeit in Dresden fehlt. Denn wie das hier so ist, man muss ja schon um 21.17 Uhr wieder los, sonst kommt man ja nicht mehr zurück. Denn ja, Regionalverkehr in Mitteldeutschland ist ja nicht so der Bringer. Ne? Also schöne Scheiße, gibt heute ein gedrängtes Programm. Vielen Dank, Abellio. Vor allem, hättet ihr mal vorher Bescheid gesagt, ne? Ich habe jetzt gerade noch mal mit Kevin gesprochen, wir haben jetzt einen neuen Plan. Und zwar will mich Kevin mit dem Auto in Leipzig aufgabeln. Und dann würden wir versuchen, die Stunde wieder einzusparen. Also du kannst dich auf die ursprüngliche Zeit schon mal einstellen. Ja, haben uns nämlich heute noch Kevin dazu geholt. Der hatte auch mal wieder Lust, auf Airwix-Tour zu gehen. Und die Gelegenheit werden wir natürlich nutzen, um ihn als Fahrer einzusetzen. Der kann uns dann in Dresden zu den einzelnen Lost Places bringen. Ja, und jetzt fährt er einen Umweg über Leipzig, weil er so gerne Auto fährt. Vielen Dank dafür, Kevin. Und blöde Abellio, also wirklich. Eigentlich müsstet ihr die Spritkosten bezahlen. Was soll denn das? Boah, Leute, ist hier aber wenig los in Erfurt Hauptbahnhof. Ich nutze die Zeit, um ein Video zu schneiden und natürlich mal wieder mich wach zu halten, falls jemand diesen Mann hier kennt. Ja. Meine Zeit gehört mir, nicht wahr, Deutsche Bahn? Aber eigentlich wollte ich dieses Video im Zug schneiden, während ich irgendwo hinfahre und nicht hier rumsitze. Rumsitzen hätte ich auch zu Hause können. So Leute, so sieht ein Abellio aus, wenn er es geschafft hat, seine Triebwerke anzuwerfen. Ja. Punkt Landung, gerade noch den letzten Block im Grobschnitt fertig gemacht während der Bahnfahrt und dann die letzten 2 Minuten ist einfach den Bahnhof zu nutzen, um nochmal auf die Toilette zu gehen, wo ich dann aber anstehen musste, weil jemand anders die gleiche Idee hatte. Ja, das ist eben effizientes Arbeiten. Nur leider bin ich eine Stunde später hier angekommen zum Umsteigen, als ich wollte. Müsste jetzt hier 54 Minuten warten auf den Anschlusszug nach Dresden. Deswegen habe ich mich mit Kevin verabredet. Der fährt sich jetzt mit dem Auto in wenigen Minuten, wenn er dann hier ist. Und wir wollen mal gucken, ob wir es schaffen, mindestens genauso schnell da zu sein wie der ursprüngliche Fahrplan der Bahn. Das ist ein ambitioniertes Vorhaben, also Auto gegen Bahn jetzt. Und sollte das Auto gewinnen, muss man sich wirklich mal überlegen, warum man eigentlich in Bahnfahrkarten investiert. Ich bin jetzt am Leipziger Hauptbahnhof und irgendwie fehlt denen in Mitteldeutschland die Kreativität. Da hinten ist nämlich der Willy-Brandt-Platz und hier bin ich jetzt an der Kurt-Schumacher-Straße. Kurt-Schumacher-Straße neben dem Willy-Brandt-Platz, das ist ja wie am Erfurter Hauptbahnhof. Jetzt fehlt nur noch, dass hier in der Kurt-Schumacher-Straße die Fernbusse abfahren. Naja, ich glaube nicht ganz. Aber die Frage ist, wo fährt jetzt Kevin ab? So, nach 25 Minuten Wartezeit kam dann mein Anschlussauto. Hallo Kevin. Hallo.
Vielen Dank fürs Einsammeln. Wir sind gespannt, ob wir jetzt das Ziel halten können, 12.31 Uhr Dresden, was die Bahn vorhatte, aber nicht geschafft hat, wegen Abellio und ihrem Triebwerksschaden. Und jetzt muss ich gerade noch gucken, wann wir ungefähr ankommen, damit ich Mr. Kit Carter Bescheid sagen kann, wann er sich am Treffpunkt einfinden soll. Werden wir jetzt gleich den Kit-Karte einsammeln. Kevin, ich glaube, das ist ein Hinterhalt. Das ist eine Sackgasse. Wir wurden gerade in die Sackgasse navigiert von Mr. Kit-Karte. Das Ziel liegt in Pfeilrichtung. Tief gespannt. Kann ich mal hier anhalten und du rufst ihn mal an? Ne, der müsste jetzt hier stehen. Ja, toll. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hallo Mr. Kit-Karte, where are you? Ja, das Problem ist, das Navi glaubt, ich bin in Plauen. Wie kommt denn das Navi darauf? Entschuldigung, wir sind gerade aus Versehen nach Plauen gefahren. Nein, ich habe eben eine Dresdner Straßenbahnhaltestelle gesehen. Das kann nicht Plauen sein hier. Guck mal hier, kennst du die Stadt hier auf meiner Karte? Plauen? Er sagt, ich bin in Plauen. Ja, es gibt ja hier in Dresden einen Stadtteil, der heißt Plauen. Ach so, scheiße. Stimmt ja. Grüß dich. Hallo Manuel. Kit Carter. Mr. Kit Carter, Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Miau. Was? Nur Spaß, so ein Katzenkuss. Ach so. Ja, du siehst gar nicht aus wie eine Katze. Nee, ich hab die Maske hinten. Ah, okay, alles klar. Du willst nicht erkannt werden. Ja, ihr seid beide Sachsen. Jetzt könnt ihr mir heute Sächsisch beibringen. Nein, das ist natürlich nicht so einfach. Warum ist es nicht so einfach? Weil es nicht den sächsischen Dialekt gibt. Ne? Das glaubt ja immer nur der Rest der Republik. Aber ihr sprecht ja durchaus unterschiedlich. Ja. Das Altsächsisch gibt es auch gar nicht mehr so. Das ist gar nicht mehr so verbreitet. Ich spreche zum Beispiel mehr Vogtländisch. Das ist wieder was anderes. Ja. Eher richtig sächsisch, denke ich mal. Ich kann mich im Zaum halten. Gibt es so einen Dresdner Dialekt? Ja, zum Beispiel altbekannt. Wenn man zum Beispiel das Wort Dresden sagt, sagt man ab und zu mal hier Dresden. Dresden? Das Dresden. Dresden. Okay, wir werden uns heute in Dresden umschauen. Genaue Orte geben wir natürlich nicht bekannt. Dresden muss reichen. Ja. Ja. Wenn ihr wisst, wie das geschrieben wird, seid ihr schon mal im Vorteil. Das hilft bei der Recherche. Immer schön mit Ä schreiben. Dresden. Dann macht man nichts Falsches. Ja, und dann machen wir uns jetzt auf zum ersten Lost Place. Wir haben es geschafft, jetzt 12.47 Uhr hier am Treffpunkt zu sein, da wir ja vom Hauptbahnhof hier noch ein Stück fahren mussten. Also wenn wir jetzt über Hauptbahnhof gefahren wären, hätten wir tatsächlich die Bahn eingeholt. Ja? Also das Auto hat gewonnen gegen die Deutsche Bahn. Leute, ihr seid, glaube ich, nicht konkurrenzfähig mit diesem Tarifsystem und euren kaputten Zügen. Und das geht natürlich besonders an Abellio raus, denn deren Zug war es ja, der kaputt war. Ja, in Dresden gibt es auch einen Plauen, in Dresden gibt es auch Goles. Und es gibt einen Hauptbahnhof. Alles wie immer. Hier, Fußgänger bitte drücken. Komm, ich drück dich. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt sollte es irgendwie funktionieren, dass die Ampel. Ja, wie ich schon letztens im Kommentar schrieb, wir müssen auch flache Witze machen, damit die besseren Witze auch besser. Also, das können nicht alle Witze gleich gut sein. Ein Feuerwerk an Witzen. Aber da streckt sich wie so ein. Das erinnert mich so ein bisschen an Rapunzel, oder? Der Turm. Stimmt.
Wir haben hier was Interessantes entdeckt. Und zwar ist das wichtig für die Paketzustellung. Da soll bitte laut gehupt werden, wenn DHL und Hermes und DBD, wenn die kommen, laut huben. Ja, DBD soll laut huben. Ich weiß gar nicht, wie man laut hupt. Hat so eine Hupe einen Lautstärkeregler, dass man das einstellen kann? Kommt bestimmt nochmal. Ach so, das Schild ist seiner Zeit voraus. Ja. Okay, verstanden. Das hier hinter uns ist jetzt der Lost Place, warum wir da sind, ne? Nein, nicht wirklich. Ach, der hier. Ja. Ah. Sieht schön aus, auf jeden Fall. Leute, wir sind gut. Wir haben den Eingang gefunden. Schaut euch das an. Cool. Cool, cool, cool. Na dann wünschen wir uns allen jetzt viel Spaß. Okay. Muss ich dich jetzt wegpixeln, dass du das aufgesetzt hast? Mein neuer Kanal wird so sein, dass ich unmaskiert jetzt da bin. Also Leute. Kannst du es noch mal ein letztes Mal für meinen Kanal? Gibt es so Videos, wie du so aufgetaucht bist? Ja? Ja, Fotos zu. Ich mache ja. Soll ich die aufsetzen? Ja, das wollen wir jetzt sehen. Mr. Kit Carter ist heute hier. Eigentlich müssen wir das als Anmoderation reinschneiden. Genau. Ein neues Gesicht auf meinem Kanal, das ist die Katze hier. Hallo. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle angekommen, wo du die Maske aufgesetzt hast. Und du hast beschlossen, jetzt in Zukunft ohne Maske im Internet zu agieren. Dann darfst du sie jetzt abnehmen. Ach, besser, ja oder? Ich hatte ja diese Gasmaske auf vor ein paar Wochen und das war auch nicht so nice. Aber immerhin, ich hab sie noch. Du hast sie noch. Ja, sehr gut. Jetzt seht ihr mich wenigstens, meine Visage. Aber das ist nicht so schlimm, weil bei einigen von meinen Videos bin ich auch mal ohne zu sehen, wer genau hingeguckt hat. Ach so. Aber meistens. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es für die Zuschauerbindung besser ist, wenn du die Maske nicht trägst. Weil ich mir auch sage, warum muss man sich verstecken? Ich meine, ich habe Respekt vor den anderen, die das machen. Naja, weil man immer so halboffiziell nur da ist. Ja, nee, aber wir haben nichts vor Verbergen. Wir sind nicht kriminell, von daher. Fast nicht. Vielleicht rausgehen so. Ja. Okay, jetzt geht's rein in die, was für eine Mühle? Weizenmühle? Weizenmühle. VEB Getreidewirtschaft. VEB Getreidewirtschaft. Ganz ehrlich, der ist sicher. Meinst du, da drüben der Holzbogen? Wenn du direkt an die Balken beiläufst, wir sind auch hier mal, sind wir hier rumgetapst und so. Okay. Ja, man sollte nur nicht auf die Nägel treten. Das ist wieder darum der Nachteil. Ja, was hast du denn da für Schuhe dabei? Das sind ja auch die totalen Urbexer Sicherheitsschuhe hier. Ja. Durchtrittsicher, bei dir auch. Weil meine C3, da würden einige sagen, Mensch, kauf dir neue. Die sind so durch. Ich muss nochmal Erneuerung. Tja, na, wir passen einfach auf, wo wir den Fuß hinsetzen und dann ist das Problem gelöst. So mache ich das immer. Aber das hat so ein bisschen was von so einem Lost Place, wie ich das schon bei amerikanischen Bildern gesehen habe. Da stehen hier so die Maschinen, hier ist jetzt eine. Und die Maschinen, die werden auch irgendwann runterstürzen. Irgendwann gibt es hier einen großen Rums und dann fällt das hier noch eine Etage tiefer. Mhm. Und das sind so beeindruckende, um nicht zu sagen gigantische, da hinten steht Gigant dran, gigantische Aufnahmen, die hier so möglich sind. Das ist schon so ein Lost Place, wie ich den nicht jeden Monat sehe, ja? Hat auf jeden Fall was. Aus der Adventsmaschine. Ja, das hast du gestürzt. Stimmt. Ja, also das hast du sehr gut ausgewählt. Das gefällt mir, der Lost Place. Vielen Dank fürs Zeigen. Gerne. Hier ist ein Rohr. Du musst jetzt die nach oben Taste drücken. Ja, bin ich Super Mario oder was? Ich wollte irgendwie nicht. Ja, komm ich nicht. Tut mir leid. Ach Mensch. Ich muss mir mal einen neuen Controller holen. Thomas, du hast wieder ein Scheißhaus gefunden. Eigentlich vorhandenes. Na,
Ja, das scheiß Haus ist schon da, nur die Toilette mal wieder nicht. Und der Herbert hat sich mal wieder eingeschlossen und kommt bis heute nicht raus. Oh. Hallo Herbert. Herbert. So eine weitgehend aus Holz bestehende Konstruktion ist nichts für diese schweren Maschinen. Zum Beispiel die da hinten. Das Getreide abgefüllt. Für 2,50. EVP ist Endverkaufspreis oder was ist EVP? Einheitlicher. Einheitlicher Verkaufspreis, ja, das könnte sein. Eine neue Kamera am Start. Jawohl. Du weißt schon, wie Schleichen funktioniert. Kameratöne ausschalten. Oh, die Röhre gibt's und die Röhre gibt's. Ich glaube hier kommt man wieder runter. Ja, also nehmen wir den schnellsten Weg. Kannst du ja ausprobieren, wenn du das für gefahrlos hältst. Ich halte es für gefährlich. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Mütter habe. Passt die an das Skateboard? Weiß ich auch nicht. Skate-Tool hätte ich dabei, könnte man ausprobieren. Aber wir dürfen ja nichts mitnehmen. Wie lange ist das hier schon benutzt? Wie lange steht das hier schon her? Ich meine, es wäre 2001 oder 2000. 1901. 1991 oder 1992. Okay. Ganz sicher bin ich aber nicht. Also, es ist keine Gewähr. Hier ist es ein bisschen verschimmelt. Oh, die Rutsche sieht auch mehr gut aus. Ja, die hat es völlig zerfressen. Das Ding ist hier so feucht. Guck mal, hier ist ein Gewässer.
Hier war so ein Kontrollpunkt, man konnte den beheizen und sich hier um die Anlagen kümmern. Also hier gab es dann die Sicherungen und auch den Hauptschalter für den Turm. So, Anja, ich kann das jetzt natürlich nicht so lassen, ne? Ist klar. Zellentafel Turmsilo. DS, wir waren hier. Jetzt haben wieder irgendwelche Leute irgendwas mit Kreide drin geschrieben. Guck mal hier, Primi Urbex. Aber hier geht's den Seelotron hoch. Haben wir noch Kreide? Nein. Sieht nicht so aus. Schade. Wow, hier gab's sogar einen Aufzug. Bis hoch auf den 6. Boden. Schaut mal hier, das ist sogar noch das Getreide. Was steht denn auf diesem Umzugskarton? Abrechnung 807. Ich kann es kaum lesen. Irgendwas mit Blätter. 1993, 1995. Könnte sein, dass das 95 hier noch in Betrieb war. Räuberminenbad, nichts zum Einnehmen. Aluminium Phosphid, 200 Beutel, 36 Kilogramm. Ich will zum Verriegeln des Aluminiums. 20 Tabletten Metallphosphid, netto 60 Gramm gleich 20 Gramm pH3. Es soll hier noch eine zweite Kelleretage geben, allerdings ist die vollgelaufen, wie ihr hier seht. Der Eingang ist zugemauert, ja. Naja, wer weiß. Ist vielleicht von besonderer Gefährlichkeit, der Ort. Damit sind wir jetzt hier durch an der Stelle. Hier ist Silo, das war der Siloturm. Also, ach, das war noch gar nicht der Siloturm? Der Siloturm kommt noch, ne? Ach, der kommt noch? Ja. Cool. Hey, richtig, uns fehlt ja noch diese Treppe hier. Denn ich bin ja vorhin hier abgebogen, zum Fahrstuhl. Aber wir müssen ja hier hin. Grüße gehen raus. Hashtag White Trash und Hashtag Rauchen. Ist dumm. Die Maschine ist von 1976. Die Treppe aber keine Hände mehr, wir sind hier schon ein paar Mal rum. Genau. Immer im Dunkeln. Das ist gruselig. So, man läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und schnauft und schnauft und läuft und läuft und schwitzt und hat Durst. White Trash, hier steht es wieder. White Trash. Und dann kommt ein bisschen Tageslicht und die Treppe geht weiter und weiter und weiter. Und irgendwann ist man auf Ebene, von Ebene 6 auf Ebene 17 oder so. Ich passe hier noch nicht durch. Und es geht höher. Na, Halleluja. Wir sind oben im Turm. Leute, es geht noch höher. Auweia. Auweia.
wann endlich schreiben Sie auf diese Verpackung Hashtag Rauchen ist dumm? Sparsam gebaut, ne? Ganz schön eng hier. Ja, läuft, Leute, wie komme ich denn da hoch? Haben wir uns auch schon gefragt. Na, wahrscheinlich musste man hier eine Leiter anstellen, die dann bis da runter reicht und dann ist man hochgegangen. Ja, ich denke mal, das war nur für Ordnungsarbeiten oder so, dass da nur bestimmte Leute hoch sollten. Ja. Da hinten liegt ja so eine Treppe. Dann lag da noch so ein Typenschild herum. Da steht unten in der letzten Zeile in Betrieb seit 4,77. Wo auch immer dieses Typenschild hingehört. So, jetzt haben wir doch noch ein Stück Kreide gefunden. Schreibe ich doch mal hin. Ja, ich stick. Ich komme mir vor wie im WC-Buch von der Punker-Lady hier. Wir haben nicht viel Zeit, das Video ist schon wieder so lang. Also kurze Abmoderation, hat mir super gefallen. Vielen Dank fürs Zeigen, wie der Tag weitergehen kommt in einem zweiten Teil. Mr. Kit Carter, Kevin, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Daumen nach oben nicht vergessen und mal bei Twitter vorbeischauen, @barefooturbexer. Bis dann und ciao. Kriege ich noch meinen Zug. Zug weggelaufen.